zum Fragenpad für die Q&A-Session am Ende. Of day 3 of this debug is Julia Westberg and und die Vortragende für diesen ersten Talk des dritten Tags ist Julia Westberg. Guten Morgen an alle. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Kaffee oder Tee. Und wir können jetzt loslegen über Reko, wie man den Ackerbau neu starten kann. Ich bin im ländlichen Schweden. Es ist überraschend sonnig. Das hätte jetzt niemand erwartet. Und ich möchte ein bisschen über den Ackerbau reden und was wir damit machen können. Also. So, da sind wir. Also. Reko ist eine schwedische Abkürzung und steht für wahren Konsum oder echten Konsum. Und das hat in Schweden angefangen, aber sich jetzt über Skandinavien ausgebreitet. Es ist also wirklich eine Bewegung, die wirklich vom Volk ausgeht oder von Menschen ausgeht und sich verbreitet hat. Wenn ihr jetzt beispielsweise Tomaten kaufen möchtet, dann ist es eigentlich ziemlich schwierig herauszufinden, wo die herkommen, was mit ihnen gemacht wurde, wie weit sie transportiert wurden. Und Reko nimmt jetzt schaltet die Mittelsmänner aus. Also ihr kauft von euren Nachbarn. Wenn euer Nachbar jetzt Tomaten anpflanzt, dann könnt ihr sie direkt von ihm kaufen. Und diese Art von Markt, das kennt ihr vielleicht, wenn es Bauernmärkte gibt, wo ihr seid. Das ist eine ziemlich schwierige Sache, weil es Regeln gibt und es kann nicht jeder teilnehmen. Man muss professioneller Bauer sein oder Farmer sein, um teilzunehmen. Und das Coole mit Reko ist, dass sich Leute einfach nur treffen und Waren austauschen, aber der Verkauf hat vorher schon übers Internet stattgefunden. Und das ist sehr schwer, Leute zu regulieren, die sich einfach nur treffen und Ressourcen austauschen. Also wir haben uns Mühe gegeben, ein System zu finden, das uns außerhalb von Regulationen hält, aber uns trotzdem erlaubt, als Gruppe uns zu regulieren, dass wir also kontrollieren, dass es Biogemüse ist und dergleichen. Also es ist jetzt eine Bewegung, die wirklich von den Leuten ausgeht. Und das bedeutet auch, dass es keine größere Organisation gibt, die dahinter steht. Also wenn Leute das machen wollen, dann können sie es einfach machen. Und genau das habe ich 2019 gemacht, in einem kleinen Dorf namens Hörby. Ein bisschen was über diese kleine Stadt. Es sind vielleicht 50.000 Leute maximal. Niedriges Einkommen, schwierige Bildungssituation, nicht so großartig, ziemlich konservative Strukturen. Ich muss nicht groß sagen, wahrscheinlich, wie die Leute hier wählen. Also es ist jetzt kein Ort, wo man wirklich erwarten würde, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Aber seit 2021 haben wir etwa 2500 Mitglieder in diesem Areal. Und das ist sehr, sehr cool. Und wie haben wir das gemacht? Mit Kommunikation. Und dann wird das selbstverstärkend, weil man nicht berufstätig sein muss als Farmer oder als Bauer, sondern man pflanzt einfach Tomaten an und dann hat man 20 zu viel und diese 20 Tomaten kann man dann zum Verkauf stellen und einfach nur ausprobieren, ist das überhaupt was ich machen möchte? Da sieht man dann auch, was wollen Leute, was brauchen Leute. Und dann hat man einen sehr einfachen Einstieg. So, Zeit geht schon aus. Hier sieht man den Fortschritt, was passiert, wenn Leute anfangen dann auch darüber zu reden, wie sich das dann über soziale Medien verbreitet und von einer kleinen Gruppe zu einer recht großen Gruppe wird, mit über 25 Leuten, die produzieren und über 2000, die da auch konsumieren. Was sind die Herausforderungen? Natürlich Zutritt oder Accessibility. Wir benutzen viel Facebook. Ich muss euch wahrscheinlich nicht erzählen, warum das ein Problem ist. Ich hätte gerne Vorschläge, wie wir das lösen können, aber ich kann erstmal sagen, warum wir Facebook überhaupt gewählt haben.
Ich möchte einfach, dass jeder teilnehmen kann, insbesondere auch ältere Leute, die auf dem Land leben, die gerade anfangen, sich mit dem Smartphone anzufreunden. Aber vielmehr ist das ist schwierig. Und es ist sehr schwierig, eine gute Balance zu finden. Wie weit können wir da gehen und Leute immer noch mitnehmen? Dann Bezahlmethoden. In Skandinavien haben wir da relativ einfache Lösungen, aber ich weiß, dass es in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Man braucht eine gute Location, also einen guten Ort, wo sich wirklich alle treffen können. Das wird jetzt mit Corona natürlich nicht einfacher, da braucht man nur noch mehr Platz. Und man muss die Bewegung einfach zum Laufen bringen. Man muss ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, wirklich durchhalten, bis sich die Information verbreitet, bis Leute davon gehört haben. Aber sobald es dann einmal ins Starten gekommen ist, dann ist es relativ automatisch. Und man muss natürlich den Transport effizient halten. Nur weil es kleiner ist, heißt nicht, dass es mehr energieeffizient ist vom Transport her. Also da muss man sich auch, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Ja, was ich jetzt vielleicht inspirieren möchte, ist mehrere von diesen Ringen starten, dass es auch außerhalb von Skandinavien sich verbreitet. Es ist wirklich relativ einfach, das zu machen. Sucht euch eine Kommunikationsplattform aus. Hey, vielleicht was Besseres als Facebook. Seht euch die Gesetze vor Ort an. Wie könnt ihr die umgehen? Da sollte es einen Weg geben, um sie herumzuarbeiten. Und ja, findet Bauern oder Farmer, die mitmachen wollen, die vielleicht von den Milchpreisen enttäuscht sind oder die einfach verschiedene Dinge herstellen und teilnehmen wollen. Und je mehr verschiedene Produkte ihr habt oder mehr verschiedene Nahrungsmittel ihr habt, umso mehr Leute wird das auch anziehen, anlocken. Und ja, mir ist klar, dass es jetzt sehr wenig Zeit war. Aber ich denke, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, das war wirklich interessant. Es ist ein relativ radikaler Ansatz, lokal zu kaufen. Ich bin komplett dabei. Wir hatten im Pad tatsächlich noch keine Fragen. Also für die Leute, die jetzt schon im Stream sind, obwohl es sehr früh ist, geht ruhig in den Fragen-Pad und stellt eure Fragen. Und ich habe schon eine Frage. Habt ihr euch Sachen wie Mobilizon oder so ähnliche Sachen angeschaut, gerade im Kontrast zu Facebook, um das zu organisieren? Ja, es gibt so eine App, die Local Food heißt, die ist ein Versuch, vielleicht nicht um es zu ersetzen, aber dass es helfen kann. Es gab einige Beta-Tests und ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr anfangen können, sie wirklich zu implementieren. Aber Local Food Notch funktioniert halt mehr wie ein Online-Shop. Und die Leute müssten ihre Produkte online stellen und das würden wir gerne vermeiden. Und die Frage ist auch, wo ist der Markt? Wenn man näher in einer Stadt ist, wo auch jüngere Leute leben, dann ist es einfacher. Im ländlicheren Bereich. Ja, wir haben schon darüber geredet, ob wir es vielleicht auf Papier drucken sollten. Und dann können Leute sich einfach aufschreiben, was sie kaufen wollen. War eine Idee. Ja, das beantwortet schon so ein bisschen meine nächste Frage. Die Leute oder euer Publikum, das ihr versucht zu erreichen. Sind es eher junge Leute oder ältere Leute? Ist das eine Mischung? Ja, es ist ziemlich durchmischt, aber ich würde sagen, das hängt sehr vom Ort ab. Da in Herby, im Ländlichen, sind es eher ältere Leute.
Und das sind auch die Leute, die ich wirklich reinbringen will, weil die Jungen, die haben viele Möglichkeiten. Die sind sich auch dessen mehr bewusst, aber die älteren Leute, die gehen immer noch einfach in den Supermarkt und kaufen einfach dänischen Speck, ohne weiter darüber nachzudenken. Und unsere Idee ist, dass man wirklich eine Verbindung aufbaut zu der Person, die das Essen herstellt. Und das kann auch dein Verhältnis zum Essen komplett verändern. Also es hängt wirklich davon ab, wo man ist. Wenn wir jetzt über Stockholm reden, da ist das Durchschnittsalter sehr viel jünger, also vielleicht 30, 40. Und auf dem Land ist der Durchschnitt halt eher 50 bis 60. Und das macht natürlich einen Unterschied. So, jetzt haben wir Fragen im Pad. Was ist mit analoger Kommunikation? Vielleicht Flyer, wirklich Annoncen in Zeitungen? Ja, wir haben einiges analog gemacht. Es ist eine Herausforderung, weil die Leute, die das organisieren, oft entweder Kunden oder auch Produzenten sind, also eher Produzenten oder Kunden, und es gibt da nicht wirklich ein Budget für Marketing. Aber wir hatten ein paar schöne Drucke, die wir Small Scale, also in kleinem Umfang machen konnten, und dann kam es ins Rollen. Und ja, dann habe ich auch Leute von Zeitungen gesehen, die gesehen haben, ja, da, ihr habt da Essen ausgegeben, kann ich auch mal kommen. Und das baut dann Verbindungen auf, die wirklich großartig sind. Und was ich persönlich gemacht habe, ist, dass ich einfach mit dem Fahrrad rumgefahren bin, von Hof zu Hof, und davon erzählt habe, was ich machen möchte, und gefragt habe, möchtet ihr bei uns verkaufen? Und habe mit allen geredet, die nicht davon hören wollten. Aber das hat wirklich sehr geholfen. Eine andere Frage ist, wie werden die Preise festgelegt? Gibt es da Richtlinien? Ja, es gibt jetzt keine festen Regeln oder Richtlinien, aber nachdem ihr nebeneinander steht und jeder die Preise von den anderen sehen kann, reguliert sich das selbst. Wir ermutigen, und die Administratoren halten das im Auge, also wir ermutigen die Leute, gute Preise zu nehmen. Selbst wenn man nur 20 Eier hat, ist es nicht gut, wenn man sie zu billig macht, zu günstig macht, weil also weniger nimmt als die Person, die wirklich davon leben muss. Und wir versuchen das so ein bisschen zu regulieren, dass es gut funktioniert. Aber bisher hat das auch gut funktioniert. Mit den Produzenten bei uns oder in unseren Ringen ist es oft so, dass sie nicht nur für einen Ring produzieren, sondern so 50 bis 100 Kilometer Entfernung mehrere Ringe bedienen. Und dann reden die natürlich auch miteinander und in anderen Ringen. Und wenn jemand bemerkt, ah, diese Person, die verkauft viel zu günstig, dann wird die Person gefragt, hey, kannst du den Preis deiner Eier vielleicht ein bisschen anpassen, das ist wirklich problematisch für uns. Und das hat bisher recht gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn man die Mittelsmänner ausschaltet, dann kann man für eine sehr hohe Qualität einen doch vergleichsweise niedrigen Preis verwirklichen. Ja, wie geht ihr mit Fehlernten um im Vergleich zu Versprechungen? Ja, das ist nicht so ein Problem. Wir vergleichen es mit dem Deutschen. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie es heißt. Wo man einen Anteil eines Hofs kauft. Solidarische Landwirtschaft. Ich denke, das ist der Name. Da gibt es ein Versprechen, was man liefern wird. Und hier bei Rico macht man das Woche zu Woche. Was habe ich diese Woche? Das stellt man dann online oder bietet es an. Und dann verkauft man das. Und wenn man eine Missernte hat, dann gibt es in dem Jahr eben nicht so viele Tomaten. Das heißt aber auch, wenn man zu viel von etwas hat, dann kann man es auch einfach ins Angebot stellen. Ich habe sehr, sehr viele Tomaten. Hier, bedient euch. Und es hat sich herausgestellt, dass Rico einfach eine gute Plattform ist für viele Menschen. Also gerade die schon weiter auf der Reise sind, Vollzeit zu produzieren, die haben Restaurants und die haben Verträge.
Aber nachdem alles weg ist, was das Restaurant gekauft hat, dann haben sie teilweise noch Ressourcen übrig und überlegen, was mache ich damit? Und das können sie dann bei Rico reinstellen. Ja, ich denke, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, wie habt ihr überlegt, wie ihr das verbinden könnt mit Vermeidung von Nahrungsabfällen? Vielleicht mit Märkten und Supermärkten und anderen Läden? Dass ihr das noch mitverteilt, umverteilt. Ja, ich habe darüber nachgedacht, insbesondere weil Foodsharing in Schweden leider nicht sehr üblich ist. Aber das Problem mit gespendetem Essen ist, dass es vom Rechtlichen her eine komplett andere Geschichte ist. Und wir haben uns noch keine Lösung zurechtlegen können, um damit umzugehen. Wir sind nämlich nicht, also nicht okay für uns, Essen zu verkaufen, da wo wir uns treffen. Dann wären wir nämlich ein Farmermarkt oder ein Bauernmarkt und dann müssen wir den Regeln folgen. Und wenn ich Essen verschenke, dann ist das ein Grenzfall. Also bisher haben wir da leider keinen guten Weg gefunden, Essensabfälle einzubeziehen. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt den Menschen zu einem besseren Verhältnis zu ihrem Essen zu verhelfen und dann wird die Wertschätzung vielleicht auch steigen und vielleicht wird dann auch einfach weniger Essensabfall produziert, hoffentlich. Ja, okay. Es gibt noch eine Frage nach den Preisen im Pad, aber ich denke, das ist schon beantwortet. Also, wenn ihr das verpasst habt, einfach im Real Life nochmal zurückspringen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Es war wirklich interessant. Ja, ich hoffe, wir haben dazu bald mal wieder einen Vortrag. Vielleicht an einem der nächsten Chaos-Events. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch.